Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder ein kleines Dänemark-Reisevideo. Diesmal sogar ziemlich besonders, denn für mich ging's nach Aarhus. Da war ich bisher noch nie, stand schon lange auf meiner Liste. Ich habe schon sehr viel Positives davon oder darüber gehört und habe mich dort getroffen mit Dennis vom YouTube-Kanal Mr. Boudini. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon kennt. Falls nicht, schaut unbedingt mal bei ihm vorbei. Denn er hat sehr, sehr coole Videos, sehr hochwertig gestaltet auch. Ich finde, Dennis hat es richtig drauf, Videos zu produzieren und die auch professionell irgendwie zu machen. Also es könnten auch so Kurzfilme sein. Wir sind schon in Kontakt seit, ich glaube, 2 Jahren oder so und wollten die ganze Zeit schon mal was zusammen bei YouTube machen und irgendwie kam es nie zustande. Und jetzt hat sich aber die perfekte Chance geboten, denn Dennis war zusammen mit seiner Freundin Rix in Dänemark unterwegs und sie haben unter anderem auch einen Stopp in Aarhus gemacht. Und da haben wir gesagt, das nutzen wir jetzt mal und treffen uns dort. Dennis macht nämlich gerade ein Video zum Thema Hygge und hat mich gefragt, ob ich da als Interviewgästin dabei sein will und ein paar Fragen dazu beantworten möchte. Da habe ich natürlich ja gesagt und mich sehr gefreut, dass wir uns mal sehen und ich mal nach Aarhus komme. Also 2 Fliegen mit einer Klappe. Und ja, ich hatte die Kamera dabei, damit ihr ein paar Eindrücke von Aarhus bekommt, falls ihr auch noch nie da wart oder falls ihr schon mal da wart und die Stadt vermisst. Ich will noch nicht so viel verraten, aber ich glaube, man sieht schon, dass ich sehr schwer begeistert war von Aarhus und wir einen sehr schönen Tag hatten. Aber ich würde sagen, ich quatsche jetzt gar nicht länger drum rum, sondern wir starten einfach direkt mit dem Video. Eigentlich wollte ich an dem Tag morgens anfangen zu erzählen, wo ich gerade hinfahre und so. Aber ich bin schon um 6 Uhr morgens aus dem Haus, weil ich um 7 den Zug vom Hauptbahnhof genommen habe. Und natürlich war ich spät dran und es hat alles nicht so gepasst. Und dann ist auch noch der Zug ausgefallen und deswegen war das alles ein bisschen chaotisch. Ich habe den Zug aber bekommen, aber es war ein bisschen laut und windig und alles am Bahnhof. Deswegen habe ich es jetzt nochmal hier in Ruhe eingesprochen, damit ihr überhaupt wisst, worum es geht. Und ja, viel Spaß mit den Eindrücken von Aarhus. Keine Ahnung, ob man mich versteht, weil es ist sehr windig. Denn ich stehe gerade am Bahnhof und steige gleich in diesen Zug ein, um nach Aarhus zu fahren. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und höre jetzt auf zu sprechen, weil es wird mir sehr unangenehm in öffentlichen Orten. Das kann ja was werden heute. Genau, und der Zug steht ja auch schon hier. Ich suche mir jetzt mal einen Platz. Reserviert habe ich keinen, wie immer. When was the last real kiss? When did it turn from that to this? When did the last spark fly? When did it draw its final sigh? I have known for some time now, nothing sure, I just knew somehow. I suspect another Richmond in the field. Who was the first to abandon ship? Who was the first to let love slip? And does it make any difference? Who it was to let... Ich bin jetzt hier bei Dennis, beziehungsweise wir sind im Café. Wie heißt das nochmal? Das müssen wir uns gleich nochmal anschauen, okay, wie das heißt. Auf jeden Fall ist es sehr süß. Ich habe ja gerade schon ein paar Eindrücke gefilmt. Und Dennis hat gefragt, ob wir hier hochgehen dürfen, weil hier gibt es nämlich 2 Etagen. Und wir haben jetzt quasi die obere Etage komplett für uns. Dennis hat das richtig schön hier schon hergerichtet. Warte, ich zeig's euch mal. Zum einen hat er mir gerade hier sein Hügellicht gezeigt. Das ist sozusagen so ein Licht to go. Und wie schön ist der? Das ist wie so ein präferiertes vorpräpariertes Studio. Also als wäre das dafür gemacht. Ich frage mich auch, warum wir Leute nicht mehr filmen. Ja, und dann hat Dennis hier die Kameras schon aufgebaut. Wir machen nämlich heute ein Video zum Thema Hygge. Ich glaube, das hatte ich noch gar nicht erzählt. Und da bin ich mal gespannt, was ich Schlaues von mir geben kann. Bestimmt nur. Zum ersten Mal verkabelt. Ich glaube, ich hole mir auch so ein Ding. Weil gerade wenn ich jetzt so filmen würde mit diesem Setup, wäre das zu leise wahrscheinlich, wenn ich das nur so mache, weißt du? Ich glaube schon, genau.
Also das ist, jetzt ist der Ton ganz, ganz nah dran. Ja. Also perfekte Song quasi. Das ist gleich so von dir. So, das Interview ist im Kasten. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Ich würde sagen, sehr zufrieden. Ich habe jetzt endlich gelernt, was Hücke genau bedeutet. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir können euch eine sehr große Kaffee-Empfehlung geben, und zwar La Capra. Ein unfassbar süßes Kaffee und sehr, sehr freundliche Mitarbeiter. Hat sehr viel Spaß gemacht, da zu filmen. Und der Kaffee war eine 10 von 10. Ja, und jetzt schlendern wir noch ein bisschen durch die Stadt und gucken mal, was es hier noch Schönes gibt. Dieser Laden ist auf jeden Fall eine Empfehlung, falls ihr Lust habt auf Toasts made with passion. Steht sogar eine Schlange davor. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around. Eigentlich hatten wir überlegt, in dieses Museum zu gehen, das ist nämlich sehr bekannt, aber hat montags leider zu. Wir sind hier jetzt gerade ins Gewächshaus gegangen. Kann ich auf jeden Fall schon mal empfehlen. Der Eintritt ist kostenlos und es ist voll die schöne, ruhige Atmosphäre hier. Das wirklich ist noch nicht der Botanische Garten? Doch. Ja, Botanischer Garten, das ist ja kein Garten. Wir sind nicht draußen. Das ist ein Gewächshaus. Okay. Das nennt sich doch Botanical Garden. Wie heißt denn auf Dänisch? Botanischgelm. Gewächshaus des Botanischen Gartens. So. Ja, weil der Botanische Garten ist draußen, so. Und wir sind jetzt gerade im Gewächshaus. Es gibt auch noch einen draußen Bereich. Das ist das Gewächshaus des Botanischen Gartens. Das ist hier ganz genau. Ja, da sind wir gerade. Auch voll der Kontrast, dass man da hinten dann die Stadt sieht. Wir sind doch nicht im, wo sind wir gerade? In Afrika? Ja. Doch nicht in Afrika. Sogar im Baumhaus hier drin. Man dann direkt so interessiert nach links und rechts schaut. Wir sind jetzt einmal durchspaziert und jetzt gehen wir was essen. Und hier kann man richtig schön über die Stadt schauen. Jetzt bin ich nicht federnd gegangen. Mir wurde eben nochmal zurück. Mir wurde nämlich eben beigebracht, dass man lieber so im Entengang geht, damit es nicht so ruckelt hier. Sag mal, wie du gehst. So. Wir gehen alle zusammen solidarisch. Guck. Genau. So bricht die Beine hoch. Ganz stabil. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin nach dem Essen abrupt los zum Bahnhof gerannt, kann man sagen, weil ich nämlich durch Zufall gesehen habe, dass mein Zug ausgefallen ist und der nächste wäre richtig komisch gewesen, so mit Busverbindung und dann erst Zug. Mit anderen Worten, dann wäre ich erst sehr spät zu Hause gewesen und dann bin ich auf gut Glück losgerannt. Ich hatte noch 5 Minuten zu dem Zeitpunkt und bin einfach in den Zug früher reingesprungen. Ohne zu wissen, wie so die Regeln sind in Dänemark hier. Also keine Ahnung, wie das ist, wenn der Zug ausfällt. Aber der Kontrolleur ist 3-mal an mir vorbeigelaufen, also hat mich 3-mal übersehen. So gesehen hatte ich so oder so Glück. Der Zug war ziemlich überfüllt, das heißt, ich stand bestimmt 2,5 Stunden oder 2 Stunden von den 3 Stunden. Das war auch ein langsamerer Zug, aber macht nichts. Ich bin auf jeden Fall genau zur gleichen Uhrzeit angekommen, wie ich normalerweise auch angekommen wäre. Und daher alles gut. Und ich muss sagen, Aarhus hat mir so gut gefallen.
so eine schöne Stadt und ich werde auf jeden Fall da nochmal hingehen, weil wir haben es natürlich nicht geschafft, alles zu sehen. Und ich habe, ja, bin echt geflasht, wie schön Aarhus ist. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte keine Erwartungen. Ich habe mich auch nicht vorher informiert. Und bisher war das immer so. Also ich war jetzt schon in Odense oder Sønderborg oder anderen dänischen Städten. Die fand ich auch alle schön. Aber die haben mich nicht so verzaubert wie Aarhus. Also bisher würde ich sagen, nach Kopenhagen auf jeden Fall mein Favorit. Und ja, wir haben uns alle sehr gut verstanden. Falls ihr das Interview sehen möchtet, also Dennis Video zum Thema Hygge, dann schaut gerne mal bei seinem Kanal vorbei. Ich verlinke euch das Video hier oben und natürlich auch in der Videobeschreibung. Es geht zur gleichen Zeit online wie der Vlog hier. Das heißt, hier bei dem Vlog habt ihr so ein bisschen Behind the Scenes und auf seinem Kanal dann das fertige Video. Und wie gesagt, sind seine Videos immer mega, mega gut. Mega hochwertig und richtig schön gestaltet, geschnitten, aufgenommen mit einfach eine große Empfehlung. Also schaut auf jeden Fall bei Dennis vorbei und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Eindrücke von Aarhus. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal da wart und ob ihr gerne mal hinwollen würdet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wenn ihr möchtet, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Hi, hi.